Die Venedig muss sich ganz herzlich verbessern und vermessen nach dem Spiel der Eisenburger gegen die Piranha Buchloe. Endergebnis 3-4 für unsere Gäste aus Buchloe. Die schaffen über unseren Gästen, waren es 6 Minuten, über unseren Eisenbahn 10 Minuten, das Ganze vor der offiziellen Zuschauerzahl von 380 Besuchern. Die Drittergebnisse 2-2, 1-0, 1-0 und 0-1 in der Overtime. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner Linken den Headcoach von den Piranha Buchloe, Christopher Lechner. Und zu meiner rechten Coach der Eisbären, Dani Loschek. Das ist aber ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute Abend. Dein Vater zum Spiel, bitte. Ja, schönen guten Abend zusammen. Danke für die Glückwünsche. Ich denke, wir haben hier heute ein sehr intensives Spiel gesehen. Für unsere Mannschaft war es hart, weil wir hatten am Freitag schon ein knüppelhartes Spiel gegen Kempten, wo wir körperlich und auch mental an die Grenzen gehen mussten, sind da zum Glück mit einem positiven Ergebnis rausgegangen, was uns heute auch dann ein bisschen beflügelt hat vielleicht noch. Wir haben mit 4 Stürmern dann heute angefangen, einfach um den Leuten noch ein bisschen mehr Luft zu geben und auch mit dem Hintergedanken, dass wir im letzten Drittel dann eben noch ein bisschen zulegen können, nachdem wir das Spiel vom Freitag auch noch in den Knochen hatten und das heute natürlich auch ein extrem hartes Stück Arbeit war. Das ist dann soweit gut aufgegangen, weil die vierte Reihe, die muss ich nochmal besonders hervorheben, die haben defensiv nichts anbrennen lassen und ihre Aufgabe voll erfüllt und das ist in dem Sinne dann eben aufgegangen. Ich denke, im letzten Drittel konnten wir dann nochmal eine Schippe drauflegen, gut Druck machen und haben uns dann zum Glück mit dem Ausgleich noch belohnt und hatten auch noch die nötigen Körner dann in der Verlängerung des Spiels zu entscheiden und auch dann die Unterzahlsituationen, die wir kurz vor Schluss dann noch hatten oder in der Verlängerung auch zu überstehen. Also ich muss meiner Mannschaft heute nochmal ein Riesenkompliment machen, wie sie kämpferisch dagegen gehalten haben. Spielerisch war nicht alles optimal, aber es ist so, wenn man noch relativ am Anfang der Saison ist und dann die schweren Spiele in so einem Rhythmus hat, kann das vorkommen. Das Wichtige ist, dass wir am Schluss ein Tor mehr geschossen hatten wie der Gegner und dadurch wenigstens 2 Punkte mit nach Hause genommen haben, was nicht allzu vielen Mannschaften vermutlich hier gelingen wird. Deswegen ist mein Fazit positiv und danke. Gut, ganz herzlichen Dank. Wir haben das Spiel verloren. Dein Fazit zum Spiel heute Abend. Ja gut, erst einmal und klar, wenn wir alle. Ich denke, das war ein bisschen ein anderes Spiel wie Freitag. Mit dem Niveau, mit dem Einsatz und alles. War 60 Minuten hartes Stück Arbeit wirklich für beide Mannschaften. Natürlich leider, wir haben verloren die 1-2 Punkte, weil wir haben in der richtigen Zeitpunkt die Chance, die wir haben, nicht mitgebracht. Bei der Situation 3-3, wir gehen Situation 2-1, Break-Situation noch zweimal vor der Tor nachschießen, nichts gebracht und aus dem gleich Break-Tor. Das ist leider schade, nur der Glück war, sagen wir ehrlich, auf der anderen Seite heute. Aber ich muss ein bisschen Kompliment machen für auch meine Mannschaft, weil die hat wirklich 60 Minuten gute Eishockey. Leider mit nicht der glückliche Ende. Danke. Und ganz herzlichen Dank. Das war, ihr habt das angesprochen, dass ihr am Freitag schon gegen Kempten gespielt habt, was sicherlich sehr anstrengend war. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass deine Mannschaft von Anfang an hellwach da war, dass sie von Anfang an Druck gemacht hat und dann auch immer wieder eine Schippe drauflegen konnte, wenn wir den Ausgleich erzielt haben oder in Führung haben. Woher nimmt die Mannschaft die Kraft? Wie konnten Sie das Spiel heute auch noch so drehen, nachdem Sie am Freitag, wie du sagtest, schon sehr kämpfen mussten? Ja, das ist grundsätzlich natürlich die Arbeit vom Sommer und unter der Woche, Dienstag bis Donnerstag, haben wir dreimal Training, die sich dann am Wochenende eben auszahlt. Das ist, daher kommt es. Und es ist natürlich auch moralisch, die Truppe hält super zusammen und wenn jeder für den anderen kämpft, dann schaukelt sich das gegenseitig hoch und ja, dann kann man die Spiele auch drehen. Und so ein Spiel wie gegen Kempten, als wir auch die Rückenschläge oder Nackenschläge bekommen haben, als wir schon mit 2 Toren geführt haben und dann noch den Ausgleich kassiert haben, dann wieder in unsere Richtung zu drehen. Das ist wichtig und ja, von dem her können wir durchaus sehr positiv aus diesem Moment rausgehen. Danke.
Ganz herzlichen Dank. Sani, heute mit David Hometschko und Boris Trost, zwei Spieler, die letztes Jahr auch schon gespielt haben. Wie zufrieden aus mit Ihrer Leistung heute Abend? Ja gut, allgemein hat der Mannschaft geholfen, weil wir hatten eine komplette Dreierreihe. Das bedeutet mindestens mit der kompletten Dreierreihe spielen wir nicht mit vier Verteidiger oder vier Verteidiger wie die letzten Spiele. Muss man auch so sehen, die beide, die war im Training, aber hat bis jetzt keine Spiel gemacht. Also das ist auch ja, nicht so einfach für die beiden Jungs. Aber ich hoffe, dass wir das verstärken mit der Mannschaft und wird die Mannschaft mehr kompakt und können besser spielen. Ich hoffe da wirklich. Ganz herzlichen Dank. Das war es dann von meiner Seite. Gibt es noch Fragen von Ihnen? Ja, bitte. Frage an der Buchlautrainer Christoph Langer. Du hast vorher gesagt, dass Burg auch für die Zukunft oder dass die gegnerischen Mannschaften es schwer haben werden. Der Einschätzung wäre quasi dann, dass Burg auch mit zu den Favoriten gehört oder siehst du die eher weiter unten? Nein, also wenn man sie heute hat spielen sehen, die Intensität, die im Spiel war und die Klasse, die sie nach vorne haben und dann ja auch hinten drin gute Verteidiger und einen guten Torwart. Ich meine, wir mussten heute wirklich alles reinlegen, um hier zwei Punkte mitzunehmen und ja, jedes Spiel geht bei Null los. Wir tun uns auch in jedem Spiel schwer und müssen gegen jeden Gegner Vollgas geben, dass wir Punkte holen. So wird es bei Burger auch sein, egal in welcher Aufstellung sie spielen. Aber ja, realistisch gesehen oder von den Eindrücken, wo ich hatte, ist, ja, gehören sie ganz klar ja, ins obere Feld. Und ich denke, dass man sich wahrscheinlich in der Aufstiegsrunde auch wieder sehen würde, sofern wir sie beide erreichen. Also, wir auf jeden Fall erreichen, aber ich denke nicht, dass ihr da zu skeptisch sein müsst. Und danke schön, gibt es noch weitere Fragen? Und ich sehe dann keine weiteren Fragen, weil dann möchte ich noch ganz kurz die Ergebnisse vorgeben, die, oder vorlesen, die bereits bekannt sind. Der SC Reichersbrüllen gewinnt gegen die Vilshofener gegen Bert Wörishofener Wöhle für Zukunft mit 7-4. Der VfL 09 gewinnt zu Hause gegen die Fürstenfeld Blocker Seiders mit 6-3. Bei den anderen beiden Spielen sind noch keine Endergebnisse vorhanden. In der Gruppe C gewinnen die Vilshofener Wölfe gegen die Hasselhags mit 2-1. Großbert Schiff verlieren zu Hause gegen die Amberg Wild Lions mit 2-5. Beim Spiel Dingolfing gegen Pegnitz steht noch kein Endergebnis da. Die Verselber Wölfe 1b gewinnen zu Hause gegen die Crocodiles bei Kirchen mit 6-3. Und die Blackbirds Rising verlieren zu Hause gegen den EV Moosburg mit 4-6. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern, Christopher Leichner und Daniel Loschek, für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Ich wünsche unseren Gästen aus Buchenwald eine gute und sichere Heimreise. Unsere Mannschaft dann viel Glück und Erfolg beim Auswärtsspiel am Freitag in Heißenberg bei den Force Natural Boys. Und dann sehen wir uns auch hier alle wieder heute in einer Woche Sonntag, den 10. November, dann zu Gast hier in der SC Reichersbeuern. Bis dahin alles Gute, eine gute Woche, machen Sie es gut, schönen Abend noch, tschüss und auf Wiedersehen.